Eines Tages bemerkte Aschenputtel etwas Seltsames in einer abgelegenen Ecke des Waldes. Als sie näher kam, sah sie, dass es ein riesiges Ei war, das kurz davor war zu zerbrechen. Hä? Ich habe noch nie so ein riesiges Ei gesehen in meinem ganzen Leben. Aschenputtel wanderte um das Ei herum, um zu sehen, ob es einen Besitzer hat. Es war jedoch niemand in der Nähe. Das kann kein Hühnerei sein. Ein Vogelei auch nicht. Gerade dann hörte Aschenputtel ein knisterndes Geräusch. Die Oberseite des Eis war gesprungen und etwas fiel auf den Boden. Während Aschenputtel hinsah, sah sie die Überraschung. Ein Dinosaurier-Baby. Was? Es ist ein Dinosaurier. Ein Dinosaurier-Baby. Das Dinosaurier-Baby schaute Aschenputtel neugierig an. Obwohl Aschenputtel anfangs ein wenig erschrocken war, reichte sie ihm sanft die Hand. Das Dinosaurier-Baby legte seinen Kopf unter Aschenputtels Hand und wollte, dass sie ihn streichelt. Oh, wie süß du bist! Dann sprang es aus dem Ei und aß all die Pflanzen vor ihm. Baby-Dinosaurier, ich weiß nicht, wie oder warum du hierher gekommen bist, aber du musst zu deiner Mutter zurück. Inzwischen sah die Boteneule der bösen Hexe Xena alles, was vor sich ging, und flog sofort wieder weg. Er flog zu Xena, die mit einem Zauberspruch belegt war, im Zauberkessel und hockte sich auf ihre Schulter. Er erzählte alles, was er sah, im Flüsterton. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Ein Dinosaurier, was? Und mit Aschenputtel. Ich muss mir so einen Dinosaurierzahn besorgen, Eule. Verstehst du das? Ich kann meinen Unsterblichkeitszauber machen mit diesem Zahn. Aschenputtel und das Dinosaurierbaby waren auf dem Weg zum Palast, als Xena mit der Planung begann, um den Dinosaurier zu fangen. Ich frage mich, wenn ich dich zuerst in den Palast bringen würde, glaubst du, dass sie sich zu sehr fürchten würden? Der Baby-Dinosaurier war süß, das ist wahr, aber er war immer hungrig. Er verschlang jede Pflanze vor ihm, die er sah, und wurde jedes Mal größer und größer. Oh, wow! Du wirst ein bisschen schnell erwachsen, nicht wahr? Du wirst keine Pflanze mehr zurücklassen oder die Früchte hier im Wald. Das Dinosaurierbaby lief unter den Apfelbaum. Als er begann, den Baum zu schütteln mit all seiner Kraft, fielen die Äpfel auf den Boden. Als der Dinosaurier die Äpfel fraß, wurde er größer und größer. Er war fast zweimal so groß wie Aschenputtel. Ich denke, ich sollte besser fragen, was passiert, wenn du noch mehr isst. Während der Dinosaurier die Äpfel aß, lief Aschenputtel unter den Haselnussbaum ein bisschen weiter weg und berührte den Baum. Und rief nach der guten Fee. Liabel! Liabel, komm, wo immer du bist! In diesem Moment leuchtete die Umgebung hell und Liabel erschien vor ihr. Liabel, ich brauche deine Hilfe! Natürlich, Aschenputtel, sage mir, welche Art von Hilfe brauchst du? Aschenputtel zeigte auf den Dinosaurier. Direkt voraus und Liabel war sehr überrascht, das zu sehen. Niemals! Wir müssen den Dinosaurier zurück in seine eigene Zeit bringen, ins Zeitalter der Dinosaurier. Das Zeitalter der Dinosaurier? Ja, ansonsten wird er immer weiter wachsen in so einem rasanten Tempo. Wir müssen auch ihn schützen vor Menschen, die ihm schaden wollen. Aber wie schicken wir ihn in seine eigene Zeit? Die gute Feliabel winkte mit ihrem Zauberstab dreimal im Uhrzeigersinn. Ein Zeitportal wurde in der Mitte des Waldes eröffnet. Aschenputtel nahm ein paar Äpfel und versuchte, den Dinosaurier zu locken. Ich kann den Durchgang nur für einen bestimmten Zeitraum offen halten. Aschenputtel, beeil dich!
Aber in diesem Moment erschien Xena vor Aschenputtel in einer Zauberkugel. Halt! Der Dinosaurier wird mit mir mitkommen! Hä? Nein! Böse Hexen wie du sollten sich ihm fernhalten! Aschenputtel versuchte, den Dino immer und immer weiter an das Tor zu locken. Xena knüpfte zuerst das magische Seil in ihrer Hand bis zu ihrem eigenen Handgelenk und warf dann das Seil um den Dinosaurier. Die Eule andererseits schnappte sich den Zauberstab aus der Hand von Liabel. Nein, gib ihn zurück! Ansonsten wird das Tor für immer geschlossen sein! Die Eule ignorierte die gute Fee, nahm den Zauberstab und drückte ihn Xena in die Hand. Was wirst du jetzt tun, Aschenputtel? Xena versuchte, den Dinosaurier mit dem magischen Seil zu fangen und versuchte, den Durchgang zu schließen mit dem Zauberstab von Liabel. Geh nicht, Dinosaurier! Halt! Oh, das schaffen wir doch nie! Als der Dinosaurier näher kam, Schritt für Schritt näher an Xena, war ein starkes und seltsames Geräusch zu hören aus dem Inneren der Passage. Hä? Was ist das für ein seltsames Geräusch? Was ist hier los? Woher kommt dieses blöde Geräusch? Es ist ein Dinosaurierlied. Mutter Dinosaurier macht dieses Geräusch, sie ruft ihr Baby. Das Geräusch kommt von der anderen Seite der Passage. Als das Dinosaurierbaby die Stimme seiner Mutter hörte, begann er in Richtung des Ganges zu laufen. Xena, die mit ihrem Seil an ihm gebunden war, musste ihm folgen. Oh, halt! Wohin rennst du? Das Dinosaurierbaby und die böse Hexe Xena gingen durch die Passage, das kurz vor der Schließung stand, auf ins Zeitalter der Dinosaurier. Aschenputtel und Liabel wussten nicht, was sie tun sollten. Wir haben es geschafft! Das Dinosaurierbaby ist endlich zu Hause! Ja, aber nicht allein! Xena fand sich plötzlich im Zeitalter der Dinosaurier wieder und war anfangs überglücklich, weil sie eine Menge Dinosaurier sah und die Zähne. Huh? Ah, hier ist ein Dinosaurierzahn. Warte auf mich, Unendlichkeitszauber. Aber sie wusste nicht, wie sie zurückkommen sollte, denn der Durchgang war geschlossen. Oh, oh, wie soll ich denn jetzt zurückkommen? Oh nein. Oh, Hilfe, ich kann nicht zaubern, das ist unmöglich. Oh, wie komme ich hier raus? Als Xena bemerkte, dass die Dinosauriermutter sich ihr näherte, begann sie vor Angst wegzulaufen. Holt mich hier raus! Oh, ich will keinen Zahn! Ich will keinen Zahn! Das Dinosaurierbaby war im Zeitalter der Dinosaurier. Liabel war wieder im Märchenland und Aschenputtel war zurück in ihrem Schloss. Weil jeder glücklich sein kann, wenn sie bei ihren Liebsten sind.